Wir sind hier im Wald der Gutsverwaltung Rasel, südlich von Nabeck im Popberg. Und wir sind jetzt dabei, hier teilweise Bäume auszubringen aus dem Waldgebiet hier, um die Naturverjüngung wieder voranzubringen. Sie sehen hier diese blauen Spitzen. Wir versuchen hier die Leittriebe zu schützen. Wir haben hier Douglasien mit dabei und auch Tannen und versuchen also jetzt hier den Naturbewuchs hochzubringen, was uns ganz gut gelingt. Aber es bedarf Zeit und Mühe. Und wir haben hier auch Pferde im Einsatz, die Bäume rücken. Das hängt damit zusammen, dass wir vermeiden wollen eine Verdichtung des Waldbodens, sondern hier möglichst schonend den Baumbestand rauszunehmen. Warum uns das so wichtig ist, hängt damit zusammen, dass das ganze Waldgebiet hier rund um Nabeck auch Quelleinzugsgebiet ist. Und zwar Quelleinzugsgebiet für unser Quellwasser der Schlossbrauerei Nabeck. Und wir brauchen dieses Quellwasser als ganz tolle natürliche Ressource. Und wir haben hier beste Qualität. Und wir sind eigentlich froh, dass durch den Zusammenhalt zwischen der Gutsverwaltung und der Brauerei hier das Quelleinzugsgebiet des Wassers geschützt werden kann und wir direkt Einfluss haben auf das Quelleinzugsgebiet für unser Nabecker Brauwasser. Und deswegen sind wir auch beim Waldbau darauf bedacht, hier sinnvoll und ökologisch vorzugehen und nicht nur den wirtschaftlichen Nutzen ins Zentrum zu stellen. Die anderen Waldgebiete, die zur Gutsverwaltung gehören, die lassen wir momentan in Ruhe. Und das Gebiet ist jetzt hier auch schon jahrzehntelang nicht mehr durchforstet worden. Also da ist es schon Zeit geworden, dass wir mal wieder eingreifen. Wir haben natürlich Jahr für Jahr die kranken Bäume rausgenommen, das ist klar. Aber jetzt wollen wir einfach auch mal Licht schaffen, um noch mehr Naturverjüngung zu bekommen.